Die einen haben den Aufstieg schon in der Tasche, bei den anderen können nur noch einige kleine Wunder den Abstieg verhindern. Und morgen, am vorletzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga, treten die einen, der erste FC Kaiserslautern, bei den anderen, der TuS Koblenz, an. Rheinland-Pfalz-Derby. Bei Trainer Marco Kurz und dem FCK ist der harte Alltag nach dieser Festwoche wieder zurückgekehrt. Beim Training spürt man, dass der Erstliga-Aufsteiger die Partie in Koblenz sehr ernst nimmt. Jetzt wollen wir hier im letzten Stadion dann auch die Schale entgegennehmen dürfen. Das bedeutet aber, dass wir in Koblenz sehr, sehr gut spielen und auch gewinnen. Beim Gegner TuS Koblenz droht nach 4 Jahren zweiter Liga der Abstieg. Patrick Sanders Team muss gegen Lautern morgen hoch gewinnen, um die Mission Impossible zu schaffen. Gleichzeitig muss Konkurrent Rostock hoch verlieren und dasselbe nächste Woche noch einmal. Den Zuschauern soll hier auf dem Oberwert morgen trotzdem ein Spektakel geboten werden. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hier gehen lassen wird in so einem brisanten Spiel, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die regional ziemlich stark oder ziemlich eng miteinander verbunden sind, ein Derby. Und da denke ich mal, wenn man allein die Kulisse sieht, dass doch noch einige Anforderungen an die einzelnen Mannschaften und vor allen Dingen auch an die einzelnen Spieler gestellt werden müssen. Lauterns Trainer Kurz denkt schon an die Zukunft erste Liga. Sein Stürmer Erik Jendrischek verlässt den Verein, geht zu Schalke 04. Mittelfeldmann Sidney Sem vom HSV ausgeliehen, soll gehalten werden. Entscheidung, wenn der Hamburger Sportverein einen neuen Trainer präsentiert hat. Dass Lautern das Derby gegen Koblenz herschenkt, ist unwahrscheinlich. Und bei Koblenz ist dieses Spiel mal mindestens eine Frage der Ehre. Das ist Koblenz, aber Koblenz, die müssen erst mal morgen noch zu Hause spielen gegen Kaiserslautern. Und in Kaiserslautern, da wurde ja mit 2 Tagen Verspätung dann doch noch der Aufstieg gefeiert. Also ganz unterschiedliche Voraussetzungen morgen für dieses Rheinland-Pfalz-Derby, Jürgen Schmidt. Wir haben riesengroß gefeiert. Das war einfach ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Am Rathaus mit den ganzen Fans, wie wir da gefeiert haben, das war einmalig. Also, sowas erlebt man nicht jedes Jahr, ganz klar. Es ist schon eine kuriose Geschichte gewesen. Der FCK spielt nicht und steigt trotzdem auf, vergangenen Sonntag. Egal, ein Traum ist in Erfüllung gegangen, nach 4 Jahren Höllentour, zweite Liga. All das, was wir uns erhofft haben, ist eingetreten. Letztendlich dann auch die Emotionen innerhalb von 2 Nächten, wie sie sich wandeln können, weil es doch so war, dass hier bei uns, aber auch im Umfeld bei den Fans natürlich eine enorme Enttäuschung war. Und dann sind wir doch belohnt worden. Mit dem Aufstieg belohnt worden, trotz der Niederlage am Freitag zuvor daheim gegen Rostock. Eine Region im Ausnahmezustand bei Lauterns Gegner von morgen. Koblenz dagegen sieht es mehr als düster aus. Der Zweitliga-Abstieg ist sehr, sehr wahrscheinlich. Die Planungen für die kommende Drittligasaison laufen. Vielleicht bleibt ja auch der aktuelle Trainer. Ich stehe dazu bereit, unter gewissen Voraussetzungen, was sich nicht an finanziellen Dingen ablesen lässt, sondern einfach an der Konstellation, wie der Verein mit dieser Situation Dritte Liga umgeht. Morgen müsste die TuS gegen Lautern hoch gewinnen, gleichzeitig Rostock hoch verlieren. Lauterns Trainer will im Rheinland-Pfalz-Derby 3 Punkte. Geschenke gibt es nicht. Das konnte man im Training sehen. Die Spieler gaben nach den tollen Tagen wieder Vollgas. Jetzt wollen wir hier im letzten Stadion dann auch die Schale entgegennehmen dürfen. Das bedeutet aber, dass wir in Koblenz sehr, sehr gut spielen und auch gewinnen. Allein die Zukunft macht dem Trainer Sorgen. Stürmer Erik Jendrischek hat sich gerade nach Schalke verabschiedet. Sidney Sem, das vom HSV ausgeliehene Talent, wird sich erst mit dem neuen HSV-Trainer über einen Wechsel unterhalten müssen. Er würde gerne bleiben, ist aber fremdbestimmt. Ich weiß, dass es mit Sicherheit nicht so sein wird, dass wir die komplette Mannschaft halten können, auch wenn wir wollten, weil es vielleicht auch aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation nicht geht. Wir haben großes Begehren geweckt. Der Name Miroslav Klose als Neuzugang geistert rund ums Fritz-Walter-Stadion. Alles reinste Spekulation. Jetzt will der FCK der spontanen Aufstiegsparty vom vergangenen Wochenende wieder eine folgen lassen, die als Zweitligameister.
Ja, liebe Zuschauer, wir haben hier bei unserem Mai-Spaziergang einen Einkehrschwung gemacht. Draußen regnet es, wir sind hier im Trockenen. Frank Schmidt, morgen, das wird eine ganz spannende Angelegenheit. Koblenz gegen Kaiserslautern, das Rheinland-Pfalz-Derby, Ihr Tipp? Ich denke, dass Koblenz gute Chancen hat. Kaiserslautern ist aufgestiegen, große Feierlichkeiten. Wir kennen es aus dem letzten Jahr. Von daher denke ich, dass Koblenz Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Andererseits, Kaiserslautern will ja unbedingt noch die Meisterschale haben. Also, es werden noch mal richtig Gas geben. Die zweite Liga, liebe Zuschauer, die spielt komplett morgen.